Und damit herzlich willkommen zurück in Transport Fever. Und wir warten darauf, dass hier unser Zug 4, unser Dieselzug hier runterkommt, damit wir ihn auf eine neue Linie stellen können, weil sonst machen die Unsinn. Bei dem, was wir vorher hatten, transportieren die nämlich dann von hier Treibstoff über die ganze Strecke da hoch und wieder zurück und laden oben kein Öl ein, zumindest nicht entsprechend genug. Und deswegen ist auch der Takt so beschissen gewesen und deswegen laufen die Produktionen da oben nicht so richtig an. Das heißt, wir müssten uns hier mit zwei Zügen erstmal begnügen und hauen den hier auf eine Extralinie, die hier zwischen Hafen und dieser Raffinerie pendelt. Mit Rohöl und Treibstoff, der nimmt er dann auch regelmäßig ein. Also das sollte auf jeden Fall das Ganze ein bisschen bessern. Die Frequenz ist jetzt ziemlich runtergegangen. Wie kommt denn das? Aber wir müssen sie natürlich noch weiter drücken, ganz klar. Aber da brauchen wir erstmal das Geld dazu. Und nach dem vorhergehenden Prinzip, ist das nichts geworden. Deswegen, das müssen wir jetzt ändern, das Prinzip. Das nützt alles nichts. Aber was mir gerade einfällt, ich könnte, um das Gleis da freizukriegen, könnte ich tatsächlich die Linie 5 hier nochmal anpassen. Mach mal kurz Pause hier. Und zwar nach Nebengleis geht's auf einen Wegpunkt, und zwar hier. Dann fährt er nämlich genau auf das Gleis. Das ist richtig. Das ist auch gut. Das können wir so lassen. So, jetzt lädst du bitte noch ab. So auf die Schnelle. Ja, den Treibstoff muss er noch runterbringen. Und zwar auf Linie 5. Danke. Ja, die andere Linie haben wir schon angepasst. Die fährt auch runter. Ja klar, wäre die runtergefahren. Letztendlich. Gut, der ist jetzt nicht ganz leer, aber das ist egal, das pendelt sich dann jetzt schon ein. Der lädt den Treibstoff jetzt da unten ab, einfach weil er es kann. Und lädt Rohöl auf, so rum. Oh Mann, Entschuldigung. Das war mal wieder Sprachfehler à la Demi. Also, gibt eine Katastrophe heute wieder. Ihr merkt schon, ne? Also, du solltest doch eigentlich woanders einfahren. Naja, gut, okay, dann fährt er jetzt das auf die neue Linie. Ist auch recht, das macht überhaupt nichts. Da hat es auch nur ein Rohöl geladen. Da müsste sich jetzt erst anfangen einzupendeln, denke ich. So, jetzt kommt da schon wieder einer runter mit Treibstoff im Gepäck. Wunderbar. So, also jetzt sollte sich das tatsächlich endlich mal einpendeln hier. Der lahmt sich halt voll ein ab hier, gell? Ohne Ende. Na, nur gut, dass er dann eine Strecke frei macht, wenn der andere dann wieder hochkommt. Aber jetzt fangen wir auf jeden Fall mal wieder an, hier Geld zu verdienen. Hoffe ich doch zumindest. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ah, Zug 1 sollte ersetzt werden. Das können wir uns aber jetzt gerade nicht leisten. Tut mir leid. Hat er sich auch noch vorgedrängelt? Na toll. Ja, die Strecke ist ja Gott sei Dank relativ kurz. So, jetzt müsste der aber auch auf einem anderen Gleis unten am Hafen einfahren. Mal gucken, ob das klappt. Nicht? Hä? Ist der nicht weiter drüben eingefahren? Nee, achso, die Linien haben sich so verteilt. Naja, gut, okay, ist auch recht. Funktioniert ja genauso letztendlich. Gar kein Problem in dem Sinne. So, der drängelt sich natürlich wieder vor. Klappt das jetzt mit dem Rohöl? Ja, das klappt. Das heißt, wir verbessern hier die Frequenz. Das heißt, die fangen wieder an hier. Jawohl, dann verdienen unsere Schiffe nämlich auch mal wieder ein bisschen Geld. Dann sollte das alles ein bisschen besser klappen. So ein bisschen zumindest. Und der sollte uns wenigstens zwischenzeitlich, wenn die hier die große Strecke überwinden, ab und zu mal ein bisschen eine Hilfe sein. Damit wenigstens ein bisschen Geld reinkommt. Genau so. Na, das läuft doch jetzt. So will ich das sehen.
Gut. Wie sieht's hier aus? Kommt hier schon einer zurück? Nee, nicht wirklich. Okay, wie schaut's aus? Jetzt steigt die Produktion hier auch wieder ein Stück an. Wie haben wir es hier? Naja, bedingt. Aber hier liegt noch genug. Das macht mir wenig Sorgen. Müssen wir zusehen, dass wir hier endlich mal ein bisschen Gewinne fahren. Kohle machen, um hier den Takt noch mal richtig zu drücken. Dann sind wir eigentlich fein raus. Hier wartet regelmäßig für beide Linien. Das ist auch schön. Die müssten ja jetzt genug bekommen hier. Aber die haben schon wieder verarbeitet, ne? Theoretisch könnte man sogar den Zug hier verdoppeln. Weil die brauchen halt ewig, bis sie hier irgendwie mal ankommen. Hier fährt gerade einer zurück. Das ist eigentlich auch zu wenig hier. Hier müssten mindestens vier Züge unterwegs sein, damit sich das richtig rechnet. Hier liegt noch ein bisschen Rohöl. Da steht noch was zur Verfügung. Das ist gut. Wir transportieren hier natürlich immer nicht die Welt. Aber hier wurde gerade wieder was abgeliefert. Wahrscheinlich das, was jetzt hier liegt. Ganz klar. Wie sieht es denn aus hier hinten? Naja, auf jeden Fall fangen die an, hier zu produzieren. Das heißt, auf Dauer ist unsere Ölzufuhr definitiv gesichert. Das mit dem Treibstoff hier läuft. Der fährt halt immer ziemlich leer, also so richtig Geld wird der nicht machen. Wobei, sieht so schlecht nicht aus. Und die haben jetzt natürlich auch wieder Gewinne gemacht hier. Da kommt gerade wieder einer runter. Wie sieht es auf der Zubringerlinie aus? Die verdient natürlich immer noch nichts. Also langsam wäre ein bisschen Kohle nicht schlecht, damit wir da hinten mal fertig werden können und nochmal ein paar Züge draufsetzen können. Dann wird das nämlich auch attraktiver hier und da fahren dann vielleicht auch mal ein paar mehr Fahrgäste. Wir hätten vielleicht auch einen Zubringer zum Bahnhof bauen sollen, ehrlich gesagt. Also hier eine Buslinie wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir einen Takt runterkriegen. Weil der ist definitiv zu lange auf der Route. Das ist hier im Moment gar keine. 9 Minuten. Wird mit die nicht angezeigt. Ach so, die ist so, hat so eine scheiß Farbe. Alles klar, die wird angezeigt. Ja, naja. Aber da kam wieder einer an. Und trotzdem sind wir noch so gewaltig im Minus, das macht mir Sorgen. Das wird wohl einer derer sein, die noch ein letztes Mal mit Treibstoff vollgeballert gewesen sind. Das heißt, hier müsste eigentlich anfangen, jetzt zu verdienen. Aber auch nicht allzu viel irgendwie. Weil die Frequenz eben so extrem hoch ist, ja klar. Wie sieht es mit dem aus? Also wenn er jetzt Rohöl ablädt, dann sollte es eigentlich hinhauen. Also normalerweise sehe ich hier nicht wirklich große Probleme. Hat er hier? Ne, der hat nicht geladen. Das funktioniert soweit. Und der hier hat, naja, jetzt nicht so viel Gewinn gemacht. Aber dürfte jetzt relativ gut beladen sein. Hier geht auch die Produktion wieder hoch ein Stück. Also das sieht ganz gut aus.
Kommen wir hier aus diesem Minus nochmal raus. Normalerweise müsste sich ja auch hier was tun bei unseren Schiffen. Die müssten dann anfangen, auch mal Gewinne zu fahren. Sehr gut, das ist nur noch mal eine halbe Million, was hier unten eingenommen wird. Das ist nicht so die Welt. Aber wir können uns halt auch echt nicht leisten, die Züge auszutauschen. Unsere Passagierlinie wird Minus machen ohne Ende. Ja, 1,6 Millionen, ganz klar. Was wir aber machen könnten... Ja, da ist ein Passagier drin. Das machen wir jetzt auch. Genau, der fährt jetzt mal bitte nach Houston Abzweig zurück. Den Timer nehme ich jetzt auf zwei Züge auf. Das ist ja ein Doppelverbund. Das bringt nämlich sonst so nichts. Aber überhaupt nichts. So, der ist auf dem Weg nach oben, der ist auf dem Weg nach oben. Die nehmen dann wieder Öl mit. Der hier macht seinen Treibstoffgedöns. Weil wenn wir hier den Takt nämlich massiv verringert kriegen, zumindest schon mal halbiert, dann haben wir erstens nicht so viele Betriebskosten pro Zug. Und zweitens ist die Strecke attraktiver. Das heißt, es werden dann wohl auch noch ein paar mehr fahren. Aber das Problem ist, ich meine, im Moment macht er Minus, wir können die Strecke nicht umbauen. Wir können ja noch gar nicht zwei Züge fahren lassen. Schöne Scheiße, ne? Wir müssten beide verkaufen. Oder wir lassen die Strecke erstmal still und sehen zu, dass wir hier verdienen. Anders geht es nicht, beim besten Willen. Aber der macht uns zu viel Minus. Ich wollte es jetzt eigentlich aufteilen, aber die Strecke ist ja noch gar nicht bereit für zwei Züge. Ah, da haben wir uns in was reingestürzt hier mit der Nummer. Also der hier müsste eigentlich viel, viel mehr irgendwie produzieren, aber der hat wahrscheinlich keine Rohstoffe mehr. Ja, genau so ist das. Der kriegt hier ein bisschen zu wenig Rohstoffe. Weil wir wahrscheinlich zu wenig Schiffe haben. Hier unten liegt nämlich auch jetzt kein Öl mehr. Jetzt wurde wieder Öl angeliefert, ja. Das dauert hier alles ein bisschen lang. Wie viel hat der drinne? 90... Der Kollege. Achso, das ist der Warn New Orleans. Hier muss aber noch irgendwo was unterwegs sein. Auch Waren New Orleans. Der hier fährt dahinter. 0 von 250. Wie viel steht da? 98. Also das kann man alles noch pushen, ne? Der hier macht einen ziemlichen Bogen, der wird auch hochfahren, ja. Der legt gerade an und lädt nochmal 90 Rohöl ab. Wenn die halt wenigstens immer gleich 250 bringen würden, das wäre deutlich besser. Aber grundsätzlich macht die Schiffslinie Gewinn, wie es aussieht. Der hier macht 1 Million Minus. 1,5 Millionen Minus. Das ist mir eigentlich auch viel zu viel, was der Minus macht. Der wird hier auch einfach nichts angeliefert kriegen, nehme ich an. Na, jetzt geht es wieder ein bisschen los. Jetzt kriegt er wieder ein paar Einheiten. Aber das sind bei Weitem zu wenig, als dass er damit irgendwie Gewinn machen könnte. Hier haben wir eine Produktion von 200. Also das haut hin. Wie ist denn jetzt hier die Aufteilung? Ist jetzt schon wieder einer oben oder ist denn der zweite? Der ist gerade hier unten. Also die Verteilung ist ganz okay, aber ja doch, wobei. Ja, das haut schon hin. Das pusht jetzt zumindest mal auch hier unseren Zwischenzug hier ein bisschen. Sollte eigentlich gehen.
Haben wir schon wieder ein Flugzeug verfügbar, was uns nicht viel bringt. Die fangen jetzt an, Gewinn zu machen. Die machen Gewinn, die machen Gewinn, die machen richtig Gewinn hier. Die reißen einiges raus sogar. Ah, ja gut. Jetzt können wir den zumindest mal wieder ein kleines bisschen pushen. Das sieht nämlich auch nicht so gut aus hier. Der macht zwar im groben Schnitt, macht er auf jeden Fall Gewinn. Es ist nicht so schlecht. Ah, das wird sich alles noch ziehen hier. Der hier ist hoffentlich voll beladen mit Rohöl, ja. Aber das pendelt sich jetzt alles so langsam wieder ein. Wir werden natürlich gleich nochmal eine Durststrecke haben. Wir könnten aber auch einfach sagen, hier komm, wir nehmen aus der Linie tatsächlich den Hafen raus. Das ist die hier. Und liefern hier nur noch Rohöl an. Da hat er nämlich direkt auch mal gedreht. Ja, da liefern wir hier nur noch an. Und alles andere läuft dann mit diesem Dieselzug weiter. Da macht er wenigstens nicht Minus, dann haben wir immer genug vorrätig, dass hier auch was passiert. Das ist nicht so verkehrt und wir können den Takt nochmal ein bisschen pushen. Das heißt, es wird nochmal ein bisschen schneller. Also du bist aber voll beladen hier, das weiß ich. Du kannst umdrehen. Halt mal, mach mal langsam hier. Nee, der hat 0 von 120. Okay, also fahren jetzt wieder zwei hintereinander her. Naja, gut, okay. Dann beschleunigen wir das mal wieder, damit das hier ordentlich läuft. Weil hier ist nämlich auch kein Rohöl mehr. Hier kommt zwar gerade wieder ein Schiff mit 98 Einheiten. Das klingt sehr gut. Hier haben wir 42 Einheiten und der lädt jetzt auf um die 60. Ja, das ist schon okay. Ich meine, das noch mehr wäre mir schon lieber. Ja, jetzt hat er gerade zu spät abgeladen. Naja, aber immerhin 9 Einheiten hat er noch mitgekriegt. Das heißt, wir werden dann bald endlich wieder ins Plus kommen. Hier, minus 1167 vorhanden. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch ein Bug, oder? Nun denn, bist du voll? Du bist voll. Was gesoffen, Junge, du bist doch voll. So, ist da mal wieder einer oben. Die haben sich jetzt voll ausgebremst hier. Die fahren jetzt schön hintereinander her, na prima. Genau, zisch du mal nach unten ab. Hier ist die Produktion nämlich auch schon wieder eingebrochen. Ja auch. Wir kriegen da einfach nicht genug abgeholt hier hinten. Das ist einfach so. Also was haben wir denn da für ein Fahrzeug? Vielleicht würde es sich nämlich rentieren, hier hinten den Blödsinn einfach zu verkurven. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Streamlined Coach Triebwagen. Ne, das war irgendwie jetzt nichts Neues. Vor allem, der war ja auch elektrisch, den darf ich auch gar nicht verwenden, fällt mir gerade ein. Der ist halt sackenteuer, ne? Wäre aber halt sehr schnell. Aber wenn wir erstmal den, den wir haben, aufteilen auf zwei, dann dürfte das schon gehen. Wir müssen jetzt nur langsam mal zusehen, dass wir auch die Mittel dafür haben. Aber der hat 120 Rohöl drin, also das passt schon soweit. Und liefert die jetzt hier ab. Und haut dann wieder ab, nehme ich an.
Genau. Und der zweite wird wahrscheinlich ziemlich zeitnah hinterherkommen. Genau so ist das. Wir müssten eigentlich echt den Takt steigern. Ich gehe die Produktion wieder hoch. Hier hinten auch. Naja, ein bisschen, ja. Vielleicht fängt sich's ja jetzt doch noch, wer weiß. Der wartet auf freie Wege. Der wartet auch auf freie Wege. Warum warten die jetzt beide auf freie Wege? Das raff ich jetzt nicht. Im falschen Gleis eingefahren. Könnt ihr hier nicht nochmal irgendwo wechseln? Mist. Das ist schlecht. Wo kann er denn wechseln? Gar nicht, ja? Nee. Ja, dann muss der jetzt die extra Runde fahren. Das nützt nichts. Wobei du leer bist, du könntest ja eigentlich mal den Weg zum nächsten Depot suchen. Obwohl, das ist eigentlich auch totaler Quatsch. Ja, die Strecke funktioniert nur noch eingleisig. Ne, da muss ich die Strecke noch einmal kurz anpassen. Anpassen. Sonst klappt das mit dem Gleiswechsel nicht. Ist klar, ne? Ja, ne, dann muss er hier runterfahren. Das nützt nichts. Vorerst, bis er wieder Geld verdient. Weil der hier kann jetzt erst los, wenn der oben im Bahnhof ist. Das klappt sonst nicht. Ach, Menno. Ja, komm, Haltestelle hinzufügen. Wir müssen die ans Laufen kriegen. Solange können wir jetzt hier auf keinen Fall warten. Das wird nicht, das klappt nicht. Rumdrehen bitte. Und du drehst auch wieder rum, damit du mal hier unten ankommst. Dann bauen wir nämlich hier den Transfer noch rein. Die Transfermöglichkeiten zwar als allererstes und dann ändern wir die Linie wieder um. Was macht denn er da? Ach so, nee, das ist ja der da unten reinfährt. Alles klar, ich habe mich gerade verguckt. Okay, nimmt er vielleicht sogar was mit, dass wir noch ein bisschen Geld verdienen? Nee, der nimmt gar nichts mit. Hoffentlich verdienen wir jetzt mal kurzfristig genug, dass wir hier ganz schnell noch eine simple Weiche reingebaut kriegen. Das wäre eigentlich noch so mein Ziel, zumindest mal für diese Folge. Weil alles andere geht in die Hose hier. Da habe ich echt nicht drauf geachtet. Ne? Ich wollte hier möglichst effizient den Mist noch fertig kriegen und ja, das ging natürlich wieder in die Hose. Also theoretisch könnte man es so machen. Problem ist jetzt an der Stelle, wir müssen gucken, dass wir die Kohle reinkriegen. Das wird mit einem Zug nicht funktionieren. Weil der nimmt dann auch nichts mit runter. Die produzieren jetzt nicht, weil sie eben kein Material kriegen. Ja, das reißt uns hier wieder ein Loch in die Kasse. Aber ganz bösartig. Kommt der denn bald mal an? Ja, ich glaube, da kommt er. Ja, da kommt er. Ah, hoffentlich kommen wir minimal ins Plus. Aber ich habe meine Zweifel. Mal die Kisten ja uralt sind, die haben ja auch einiges an Betriebskosten mittlerweile, also das ist alles nicht so optimal. 4,3 Millionen, naja, fast.
Hier müssten noch ein paar Züge ankommen, die jetzt auch ein paar Schiffe vor allem. Nimmt der jetzt was ein? Nee, nicht wirklich. Schade aber auch. So, der heizt jetzt voraus. Von mir aus soll er das machen. Aber das nützt alles nichts. Jetzt müssen wir noch eine komplette Runde abwarten. Bis das hier funktionieren kann. Hauptsache, der lädt jetzt nicht hier unten Rohöl ein ohne Ende. Das wäre ein bisschen, nee, scheint er nicht zu machen. Komm, dreh dich um, du Idiot. Dankeschön. Also das wird noch einen Moment dauern. Und ich würde sagen, ich beende jetzt trotzdem diese Folge hier. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich genug Geld habe, diese Weiche zu bauen und die andere Linie wieder in Gang zu bringen, die Passagierlinie. Würde ich mal vorschlagen. Er ist randvoll geworden. Das ist doch schön. So, der lädt jetzt oben gerade. Gut. Also wir kommen der Sache näher und werden wohl hoffentlich bald genug Geld haben, das Ganze hier auf die Reihe zu kriegen. Und bis dahin verabschiede ich mich und die nächste Folge beginne ich dann in dem Moment, wo das Geld da ist. Also, ich wünsche euch bis dahin ein paar schöne Tage. Ich bin Danny, ich bin jetzt raus hier. Bis dahin, haut rein.